Also ich sag hier noch mal eine Triggerwarnung, also für die Leute, die sich jetzt getriggert fühlen oder Suchtdruck empfinden, sollen sich bitte dieses Video nicht zu Ende anhören. Also macht das bitte nach eurem eigenen Ermessen. Aber ich wollte euch dennoch die Story erzählen, weil ich das auch bei die Reue erzählt habe. Und ja, ich war ja sehr lange kokainabhängig, deswegen ist es ja auch ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen, der erste Schuss, ne? Herzlich willkommen auf Alinas Addiction. Schön, dass ihr hier seid. Heutiges Thema wird mein erster Koks-Konsum sein. Ich habe das auch damals bei Leroy angeschnitten. Also da sind wir auf das Thema eingegangen. Aber hier will ich es dann doch etwas ausführlicher erzählen. Und zwar, ich glaube, ich war da 17 oder so. Also es ist schon wirklich sehr, 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 sehr lange her. Ich bin mittlerweile 36 und das müsste irgendwann in den Anfang 2000er passiert sein, ne? Also ich glaube, das war 2002 oder sowas um den Dreh. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ich da vielleicht 16, 17, vielleicht auch 18. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ne? So. Auf jeden Fall sind wir in den Anfang 2000er. Und ich hatte schon bereits Drogenerfahrung gehabt, ne? Ich hatte schon Erfahrung gehabt mit Heroin. Also ich hatte schon Erfahrung mit Ecstasy. Also ich hatte auch eine Phase gehabt, wo ich dann viel feiern war, wo ich Ecstasy genommen habe, wo ich Amphetamine konsumiert habe, oft ja in den Diskotheken unterwegs war, am Wochenende sehr, sehr, sehr viel konsumiert habe. Irgendwann war es auch so weit, dass ich dann von Donnerstag bis Sonntag immer weggegangen bin. Und oft hatten wir immer irgendwie Kontakt mit Drogen gehabt, ne? Und das waren so meine Anfänge. Irgendwann habe ich dann auch Opium geraucht und somit hatte ich dann auch Kontakte in die Heroinkreise. Besser gesagt, die Leute, mit denen ich abgehangen bin, haben irgendwann härtere Sachen konsumiert und ich dann irgendwann auch. Also ich bin da quasi so reingewachsen, so. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie bewusst gesucht, sondern mein Umfeld hatte das konsumiert. Und da ich ja mit diesen Leuten abgehangen bin, habe ich das für später auch dann angefangen zu konsumieren. Wie war mein erster Kokskonsum? Also wir reden jetzt von intravenös, ne? Also ich hatte davor ja auch schon Erfahrung mit Kokain. Also ich habe das zwar durch die Nase gezogen, aber ich kannte die Wirkung von Kokain, wie das ist, wenn man das durch die Nase zieht. Ich war in einer Wohnung mit meiner Freundin, also mit einer Freundin von damals. In Bayern ist es ja so, dass man da nicht öffentlich Drogen konsumiert. Also es gibt nicht wirklich eine offene Drogenszene wie in Frankfurt oder in Hamburg, sondern in Bayern passieren viele Sachen hinter verschlossenen Türen. Bei Hauspartys oder bei Leuten, die in der Wohnung konsumieren. Und wir hatten eine gemeinsame Freundin. Da sind wir oft dahingegangen. Da hingen auch andere Leute ab. Also unser Freundeskreis hing immer in dieser Wohnung ab. Die Frau, der die Wohnung gehört hat, hatte einen Bruder gehabt, auf den ich sehr stand. Ja, ich fand ihn süß und ich war auch jung. Also er war, ich meine, damals 23 oder so. Und ich war ein paar Jahre jünger. Und er hatte schon Erfahrung mit Kokain gehabt. Also mit Spritzen meine ich jetzt.
An dem Tag, als ich in dieser Wohnung war, war er auch dort. Dann war das so, ich wollte auf die Toilette und ich wusste aber nicht, dass er, also der Bruder von meiner Freundin, dass der auch im Bad ist, ne? Ich bin in das Badezimmer reingegangen, habe die Tür aufgemacht und dann stand er da, ne? Und ja, er hatte, das ist echt krass, wenn ich das jetzt so erzähle, ne? Aber es war wirklich so, ne? Das ist wirklich passiert. Ich habe gesehen, wie er eine Spritze in der Hand hatte und er hat, ich weiß nicht, ob er getroffen hat oder nicht. Also ich habe nur gesehen, dass er sich ja in sein, darf ich das überhaupt sagen? Auf YouTube, ne? Aber er hat ja als sein Glied, ich habe nur Angst, dass das Video irgendwie gesperrt wird oder so, ne? Deswegen habe ich ein bisschen unterüberlegt in der Formulierung, ne? Aber ja, nennen wir das Teil beim Namen. Er hatte versucht, als sein Glied einen Schuss zu setzen. Also man hat ja auch so Adern am Glied, ne? Und da hat er probiert, sich einen Schuss Kokain zu setzen. Und das habe ich gesehen. Wahrscheinlich hat er auch länger im Bad gebraucht. Ich weiß hier nicht, ja, ob das einen Mann Überwindung kostet oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war er ziemlich lange im Bad. Und genau, ich habe ihn dann halt irgendwann gestört, ne? Ja, dann habe ich die Tür zugemacht. Ich habe gemeint, oh mein Gott, Entschuldigung. Und so, ich wusste nicht, dass du drin bist, dies und das, ne? Ja, dann habe ich halt gesehen, ja, was er halt machen wollte. Und ich habe dann gedacht, boah, krass, ne? Also ich habe das schon, ich hatte schon Erfahrungen mit Spritzen gehabt. Ich hatte ja auch schon Heroin gespritzt. Und ja, also ich habe da schon ein paar Wochen oder ein paar Monate schon gespritzt, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie was Befremdliches. Aber ich fand einfach das Bild krass, dass ein Mann sich einen Schuss setzt an seinen Schwanz. Also das fand ich einfach heftig. Ja, und ich finde es heute noch irgendwie krass, ne? Ich weiß nicht, ob er getroffen hat oder nicht. Irgendwie war das dann so, dass er dann irgendwie Paranoia bekommen hat. Auch noch wegen einer Knarre. Also der hatte auch eine Waffe gehabt. Die war irgendwie in Einzelteile zerlegt und er hat irgendwie ein Teil nicht gefunden und irgendwie hat er gedacht, ich hätte das genommen. Und dann war ich sowieso ein bisschen so in Diskussion mit ihm gewesen wegen diesem Vorfall. Genau, und das kann ich mich noch erinnern. Ich wusste dann halt nicht, ob das irgendwie so ein Koksfilm war, auf den er gerade ist, oder ob wirklich, also ja, ob da jetzt wirklich irgendwie was passiert wäre, ne? Das weiß ich bis heute nicht, ne? Ja, genau. Und dann war das so, dass er im Schlafzimmer war und er hat mich ins Schlafzimmer gerufen. Also diese Wohnung bestand aus, ja, einem Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und hat eine große Küche, ja, und Flur und ein Badezimmer und so, ne? Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung war das. Und dann hat er mich ins Schlafzimmer gerufen. Die anderen waren alle im Wohnzimmer. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht braucht er Hilfe oder beim, ja. Keine Ahnung, ich habe mir irgendwie nichts dabei gedacht. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen. Ja, und dann hat er mich gefragt, ob ich schon mal Kokain gespritzt habe. Weil er wusste, dass ich das gezogen habe. Das wusste er. Er wusste auch, dass ich Heroin gespritzt habe. Das wusste er auch. Und dann habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Also ich habe noch nie Kokain gespritzt. Genau, dann war das so. Da hat er gesagt, ich soll mich hinlegen aufs Bett. Das habe ich dann auch gemacht. Aber so, dass meine Füße so an der Wand sind. Also ich sollte erstmal meine Knie anwinkeln. Und dann habe ich ihm meinen Arm gegeben. Und er hat auch sofort getroffen. Also damals hatte ich sehr, sehr, sehr gute Venen gehabt. Meine Venen haben sich sogar gekreuzt. Also das war sogar die Arm. Kann man das überhaupt erkennen? Aber mittlerweile ist hier alles schon kaputt. Da trifft nicht mal mehr ein Arzt, weil das total vernarbt ist und ja, einfach die Venen sind beschädigt, ne? Aber damals war noch alles intakt. Ich habe ihm meinen Arm gegeben. Dann hat er gesagt, ich soll meine Augen zumachen
Nachdem er mit dem Schuss fertig ist, soll ich noch meine Ohren festhalten, ne? Auf jeden Fall war das so, dann habe ich die Ohren festgehalten. Und ah, das war so ein krasses, intensives Gefühl. Er hat dann noch gesagt, ja, ich soll meine Beine, also die waren angewinkelt. Wenn ich möchte, kann ich sie auch so gegen die Wand quasi so anlehnen, damit das Blut eher in meinen Kopf reinsteigt. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, es war ein sehr, sehr, sehr intensives, krasses Gefühl. Kein Vergleich zu einer Nase, also überhaupt nicht. Kennt ihr das Gefühl, wenn man so Achterbahn fährt und da ist man in der Achterbahn und kurz bevor die Achterbahn nach unten rast oder fällt oder was auch immer, dann hat man doch diese Anspannung im Bauch, dieses Kribbeln, ne? Und genauso fühlt sich das auch bei Kokain an, ja? Man hat diesen Nervenkitzel und das ist noch intensiver. Und die Akustik ist so krass, also man hört wirklich wie so ein Klingeln. Also viele sagen das, dass man so eine Art Klingeln wahrnimmt. Und ja, also ich fand das sehr krass, sehr intensiv. Das war wirklich eine sehr, 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 sehr krasse Erfahrung. Und das habe ich aber nie wieder erlebt. Also der erste Kokainkonsum intravenös war das krasseste, was ich je erlebt habe mit Kokain. Aber irgendwie habe ich das nie wieder erlebt, ne? Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass das der erste Schuss war. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie jagt man immer ein Phantom hinterher, finde ich, ne? Ich hatte zwar danach auch Erlebnisse, die waren auch krass, die waren auch intensiv, aber nie so wie der erste Konsum. Es hielt auch nicht lange an. Wir reden jetzt ungefähr von, ja, von Minuten. Also der eigentliche Rausch geht wirklich nur ein paar Minuten. Also man ist zwar schon drauf, also das schon, aber ja, es geht so nach oben und dann geht es so nach unten. Ja, man ist da schon noch halbe Stunde schon noch beflügelt und berauscht, aber dieses intensive Feeling, das hält wirklich nur ein paar Minuten an. Aber das hat sich so krass angefühlt und ja, ich fand es heftig, ne? Ja, und das kann ich mich auf jeden Fall noch krass erinnern. Ja, so war mein erster Kokainschuss gewesen, intravenös. Ich will nochmal sagen, also wir reden hier wirklich von einer sehr schädlichen Droge, was auf Dauer Psychosen auslöst, dich finanziell ruiniert, wenn du kokainsüchtig bist. Also das treibt dich wirklich finanziell in den Ruin. Man wird hochgradig gierig, man zerstört sich selbst. Also man sieht innerhalb von kürzester Zeit aus wie ein Zombie, weil man eben nicht schläft, nicht isst, nicht trinkt. Ja, also man sieht wirklich krank aus. Ich sah wirklich magersüchtig aus, ne, als ich ja, als ich jahrelang auf Kokain war. Und es braucht Jahre, um von dieser Sucht wegzukommen. Ja, also ich meine, man bleibt sein Leben lang suchtkrank, aber von dieser aktiven Phase rauszukommen, hat das bei mir echt Jahre gebraucht, ne? Und ich bin heute noch rückfällig. Ja, bis heute noch habe ich immer noch meine Rückfälle. Aber wenn ich Rückfälle werde, dann rauche ich das meistens. Und ja, ich wollte euch nur ans Herz legen, wie gefährlich Kokain ist. Eure Alina.